Hallo Borg, Heide, hallo Welt. Da sind wir wieder bei unserem Kamingespräch, bei unserem zweiten Kamingespräch in diesem Jahr. Wir haben noch einiges vor uns dieses Jahr. Wir sind ja schon angesprochen worden. Diesmal haben wir als Gast für euch Rudi Lapoen, 80 Jahre hier aus Borkheide, also ein ganz altes Urgestein, was wir hier ausgebuddelt haben. Und natürlich haben wir dabei den Matze. Moin. Und mich, Lutze. Jo, dann gehen wir mal gleich in die Vollen. In Borkheide ist Hans Grade ja dieses Jahr. Und demzufolge haben wir uns hier jemanden eingeladen, der ziemlich eng mit Hans Grade verbunden ist. Rudi Lapoen. Rudi, die erste Frage. Wir dürfen dich duzen. Selbstverständlich. Ja, ich meine, ist ja unhöflich, wenn sowas von Jüngeren kommt, die Frage. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir duzen ihn ja schon. Aber so ist es. Ist für uns auch eine Ehre, dass wir Rudi duzen können. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt wollen wir dich mal ordentlich befragen. Matthias. Genau, ich fange einfach mal an. Da wir ja immer Standardfrage, wir sind auch nicht von hier. Wie hat es dich hierher verschlagen oder bist du hier geboren oder wie kam das alles so zustande? Na, meine Frau stammt von Mecklenburg und ich habe einfach sich ein Wochenendhaus früher in Mecklenburg gehabt, am Blauer See. Und der Weg war mir aber von Halle zu weit. Ja, ich bin ja ursprünglich in Halle gewesen. So. Ja, du bist in Halle geboren? Auch nicht. Auch nicht? Auch nicht. Ich bin in Stolp in Pommern geboren, aus dem Regierungsbezirk Köslin, wo der Hans Grade herkommt. Da kommt die Blutsverwandtschaft her. Frühe Verbindung. Ja, und ja. Ich komme aus der zweitgrößten Stadt aus dem Regierungsbezirk Köslin, also aus Stolp, dort bin ich geboren. Okay. Hm? Dadurch habe ich auch ein bisschen, man sagt so indirekt, ein bisschen Heimatverbundenheit mit Hans Grade. Ja, da kommt so ein bisschen Verwandtschaft her. Aber nochmal, wie bist du nach Borkheide gekommen? Genau da? Ja, und da mir das bis nach Mecklenburg immer, wo meine Frau herstammte, ein bisschen weit war fürs Wochenende, habe ich durch Berufskollegen, der hier in Borkheide ein Grundstück hatte und im Gespräch, und dann habe ich mir hier was gesucht und so bin ich 1968 nach Borkheide gekommen. Da sahst du auch sicher noch nicht so aus wie heute, so komplett zugebaut oder mehr zugebaut als damals. Auch. Ich denke auch, die Straßenbeleuchtung war damals vielleicht noch ein bisschen spärlicher. Ne? Auch, ja, aber nicht allzu viel. Ja. ja, Motoren und Autos, nenne ich jetzt einfach mal dein Lebenswerk. Wie bist du da zu dem Thema gekommen und wie kam es hier in Borkheide zu dem Thema Auto und Motoren? Ja, ich bin überhaupt, also ich meine, durch die ganze Flucht, das heißt, wir sind ja keine Flüchtlinge, wir sind ja Heimatvertriebene vom Zweiten Weltkrieg her. Und da sind wir nach Halle gekommen. Ne? 1946, dann bin ich dort zur Schule gegangen. Und im Haus bei uns, wo ich gewohnt habe, da war ein Autoschlosser, der dann die Anfänge mit einem alten Motorrad. Ja, und das hat mich eben interessiert. Und so bin ich an diese ganze Sache rangekommen. Mhm. Und wie ich dann Flügge wurde, sagen wir mal, zur Lehre, habe ich mir meinen Lehrbetrieb selbst aussuchen müssen, da mir meine Mutter dabei nicht helfen konnte, die saß im Rollstuhl. Und habe dann aber eine gute Firma gefunden, ich habe bei Horch und Wanderer gelernt. Horch und Wanderer, und ja. Können wir gleich mal dran aufhängen, was war dein erstes Auto, ein Horch, ein alter Horch? Nein, mein erstes Auto, also ich habe 1956 den Führerschein gemacht, ja. Und im Mai 57 habe ich mein erstes Auto gekauft, einen Mercedes Baujahr 28. Ja. Es war ja damals ganz schlecht, Autos überhaupt zu bekommen. Ja. Bei uns in der Nachbarschaft, die ganzen Häuser, die haben gesagt, guckt euch diese Rotznase an, der hat schon ein Auto, mancher Handwerker hat noch keins. Und diese Rotznase hat schon, und was für ein großes Auto. Ja. Ja. Übrigens, Autos so und Halle, kann ich kurz einwerfen, meine Oma ist 1929 eine der ersten Frauen gewesen, die in Halle schon Auto gefahren ist. Die hat den Führerschein auch 1928, glaube ich, gemacht, in Halle. Aber 1956, da hat man noch hier im Ostraum noch Mercedes fahren können, ja? Naja, waren ja ganz alte Schinken. Ja. Baujahr 28, ja. Vor allem die noch mit Gasanlage, hinten eine große Gasfläche drauf, war ja kostengünstig. Das wäre eine coole Maschine heute noch. Die ist aber jetzt verschrottet.
Die habe ich gleich nachher noch mal gegen einen etwas jüngeren Mercedes eingetauscht. Okay. Das waren alles Cabrios. Ja. Ja, und war ja die Jugendzeit, da fährt man ja, ja offen heute nicht mehr. Ach, nutze schon manchmal. Naja, aber wenn es dann zieht und irgendwo, ist das schon kritischer. Ja, und jedenfalls, die Mercedes, ich sag, wenn ich den ersten Mercedes heute hätte, 500.000 wert. Aber cool, oder? Ja. Wobei, ich glaube, das Geld, glaube ich, nicht der Antrieb ist für deine Leidenschaft für Benzin und Öl. Auto ist die Leidenschaft. Auto ist die Leidenschaft. Wie, ja. Wir hatten uns vorhin schon kurz unterhalten, hat er gesagt, er trinkt kein Bier, er hat Benzin. So, ja, da muss ja die Diskussion um Elektroautos ja für dich so ein Nadelstich sein, so richtig, oder? Wir wollen es nicht ausweiten, aber ich habe schon ich habe für die Hauptpost gearbeitet in Halle. Die hatten damals schon für die Paketzustellung Elektroautos. Ja. Und der Meister hat immer zu mir gesagt, hätte ich nur noch mehr Elektroautos, denn die Benzinautos fressen mich auf. Finanziell, ja. Was er an die an Budget hat für seine Arbeit. Okay. Ja. Also so ist das dann. Schon Thema Autos, ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Ich hatte vielleicht bisher 10 oder 8 Autos mal in meinem Besitz, sind ja auch schon ein paar Jahre. Wie viele Autos hast du so, wo du jetzt sagen könntest? Zur Zeit oder? Nee, in deinem Leben. So durchlaufen, durchgefahren. Im Besitz gehabt. Also ich bin an, was ich sagen, ein Dutzend vielleicht. Hm. Hm. Weshalb wir dich ja eigentlich hier gerne hergebeten haben, ist ja, du hast ein ganz besonderes Auto. Ja. Das ist durch Zufall. Durch Zufall bin ich dazugekommen. Das heißt, da hat zu DDR-Zeiten der Bürgermeister von Burgheide da so ein bisschen viele Anteile dran. Ja. Obwohl es ganz schwierig war überhaupt, denn der Hans Grade, der wurde ja nach dem Kriege hier ja so ein bisschen beiseite gestellt und schlecht behandelt und seine Elitetruppe, mit der er immer zusammen war, die hatten ja auch vor dem Weltkrieg, wo sie die Hitler die ganzen Fahrzeuge eingezogen hat, haben die ja noch etliches, was an gangbaren Fahrzeugen hier war von Grade, haben die zerlegt und haben es im Ort verteilt. Und dann ist es so gekommen, dass dann einer nach dem anderen auch wegstarb. Hm. Kamen ja alle in die Jahre. Ja. Ja, und die haben aber dann immer wieder, die Teile dann immer wieder, die da waren, haben die von dem Gestorbenen dann immer wieder zusammengesammelt. Bis zum Schluss der Otto Schätzchen übrig blieb. Ja. Das ist das linke Haus kurz vorm Bahnhof. Ja. Ja, in der Friedrich-Engel-Straße. So, und der Bürgermeister, der Horst Müller, der ja an sich hier mit Burgheide, gerade mit Hans Grade, sehr viel gemacht hat, was man an sich im Ort hier nicht unbedingt ihm zuschreiben möchte. Ja, aber er hat ja die IL-18 hier hergeholt. Ja. Und unter anderem wusste er auch von diesen ganzen Teilen. Aber die alten Herren waren natürlich immer ein bisschen kritisch, und weil ja der Hans gerade so schlecht behandelt worden ist nach der Kriegszeit. Und dann ist er mit mir mal zu dem Otto Schätzchen hin, und weil dem Otto Schätzchen sein Enkel nicht in der Lage war, das Auto wieder in der Reihe zu kriegen. Mhm. Ja, das ist der von der Gemeindevertreterin Frau Nichel. Ja. Der ihr ehemaliger Mann, er ist ja gestorben. Ja. Und jedenfalls sind wir zu dem Otto Schätzchen hin, und wurde ich vorgestellt dort, und ich wäre in der Lage, das Auto wieder für Burgheide in der Reihe zu kriegen. Und dann hat er mich angeguckt, dann hat er den Bürgermeister angeguckt und hat gesagt, was wollt ihr? Ihr wollt vom Hans, ihr kriegt vom Hans nicht eine einzige Schraube. Ja? Und jetzt dürft ihr wieder gehen. Das war's. Das war mein Auftritt dafür. Klar. Und nach Jahren, wo dann der Otto Schätzchen auch gestorben ist, war seine Tochter. Die war hier im Gemeindekirchenrat. Ja. Ich war auch im Gemeindekirchenrat. Und eines schönen Tages mal bei einer Sitzung sprach sie mich an und sagte, ich räume von meinem Vater den Schuppen und das alles auf und so weiter. Und sie hatten doch damals mal ein Gespräch mit dem Bürgermeister, mit meinem Vater, der sie da so sehr
abgekanzelt und rausgeschmissen hat. Dafür muss ich mich ja mal entschuldigen. Ich sage, Sie müssen sich für Ihren Vater nicht entschuldigen. Und ja, haben Sie da noch Interesse? Ich sage, naja, sag, ich muss mir das ansehen, ob das was werden kann oder nicht. Und dann werden wir uns einig und dann können wir was machen. Und so bin ich dann an diese Teile von dem Hans Kral herangekommen. Das heißt, die lagen da irgendwo im Schuppen versteckt? Auseinandergenommen. Es waren Kisten über Kisten, loses, also alles verstreut. Die Karosserie, die hatte schon viele, viele Jahre im Vorgarten gelegen. Hm. Ja, die sah ganz böse aus, aber wie gesagt. Und die haben mir das angeguckt und gesagt, na, das kann was werden. Ja. Und dann sind wir handelseinig geworden. Und dann habe ich die Teile wie so ein, wie sagt man immer, die was ausgraben. So bin ich dann mit den Teilen und so weiter nach Hause. Ja. Und dann habe ich das erstmal sortiert und gesichtet. Und Archäologe, so richtig, ja, so wie Schatzsucher. So, ja, so nach dem Motto. Und du hast wie viele Jahre gebaut, bis das Auto fahrfertig war? 2 Jahre. 2 Jahre? Und das ist genau was für ein Auto jetzt? Das ist der gerade Rennwagen, wo 3 Stück von für die Eröffnung der AWUS in Berlin gebaut wurden, also vom Hans Grade eingesetzt wurden, auch aus Werbezwecke und so weiter für seine Autos. Denn er durfte ja nach dem Ersten Weltkrieg nicht fliegen. Ja. Und da hat er ja dann angefangen, Autos zu bauen. Lutze, kannst du jetzt hier auch genau dieses Bild, was du hier gerade einblendest, das ist von der AWUS, da stehen sogar noch 3 Fahrzeuge drauf. Ja, ja, Matthias. Genau, hast du schön gemacht. sind auch die in den Büchern, die über der in der Chronik von Hans Grade, sind ja die 3 angegeben. Ja, und der verrückteste war ja der Einfahrer und Testfahrer, der ja auch gegen den Rudolf Caracciola gefahren ist. Ne? Ich glaube, es gibt genau genommen noch 4 solche Hans Grade Autos, ne? In Deutschland. Ja. Oder überhaupt auf der Welt. Ja, es sind nur noch 4 da. Ja. Ja, und davon von diesen sind 3 Rennwagen und ein? Ja, nicht. Nee. Es sind, ich kann sie mal der Reihe nach aufzählen. Ja. Der älteste steht im Museum in München. Ja. Ja, der ist von Hans Grade dem Museum in München geschenkt worden. Ja. Ja, es ist ja auch ein Flugzeug von Grade, ist ja auch in München. Im Museum. Im Original? Ja. Oh, das ist interessant. Das fehlt uns. Man muss mal hin. Wie gesagt, ich bin. Leider vor einigen Jahren hatte ich Kontakt aufgenommen, weil ich von dem gerade Wagen, der in München steht, weil das der älteste ist, mit der Fahrgestellnummer 103. Okay. Ja, und bloß das war daneben gegangen. Die hatten das eine Gebäude, hatten die ausgeräumt, wegen Renovierung oder irgendwas. Und da stand der gerade Wagen. Mhm. Und den hatten sie computermäßig, das ist ja da alles erfasst, ausgeräumt, im Computer in dem Rahmen gestrichen. Aber der war nirgendwo angekommen. Und da war mein ganzer Besuch dort umsonst. Und München liegt ja nun nicht unbedingt vor der Haustür von Hokkaido. Ja. So, dann wie gesagt, der zweite ist meiner. Okay. Einer von den 3 Rennwagen, die es überhaupt gegeben hat. Ja. Ja. Und also jetzt zur Eröffnung der AWUS. Ja. Und das ist der einzige, der davon übrig geblieben ist. Mhm. Also quasi in der Reihenfolge der zweite. Mhm. Dann ist der dritte. Der ist jetzt wieder in Dresden, denn der ist ursprünglich immer schon in Dresden viele Jahre gewesen, oder Jahrzehnte, möchte ich bald sagen. Verzeihung. Aber das aus technischen Schwierigkeiten, also mit der Firma, der den besessen hat, ist er dann verkauft worden, ist eine Zeit lang nach Döbeln gegangen. Da habe ich dann hier in Rathenow mal bei einem Treffen, habe ich da Kontakt gekriegt und der ist jetzt aber wieder nach Dresden gezogen, der Mann. Und der ist in Dresden, das ist der zweite Wagen, der auch noch voll funktionsfähig ist. Mhm. Also mein Rennwagen und der, ja. Die Limousine, ja, die ist, sind noch auf der Straße unterwegs. Sind in zur Zeit und der Dresdner ist jetzt wieder im Kommen. Ja. Der hat viele Jahre auch so ein bisschen an der Seite gestanden und sein Dasein gefrustet, möchte ich mal sagen. Und ist ja aber jetzt wieder, dass er wieder kommt. Wir haben auch engen Kontakt, wo wir auch dann gemeinsam auftreten wollen. Mhm. Ja, und der vierte Wagen, das ist der. Und ach so, ich möchte noch dazu sagen, zu dem dritten hier, das ist an und für sich ein F1 gewesen, der aber umgebaut worden ist auf ein F2. Das heißt, der F1 von gerade war ein Einzylindermotor. Ja.
und der F2 ist ein Zweizylinder. Okay. Und wie gesagt, mit dem Rennwagen sind ja auch die Zweizylindermotoren aus dem Flugzeug in die Wagen reingekommen. Also das sind Flugzeugmotoren, die alles ja, ja, niemand. Die Frage, ist ja die groß Frage vorne weggenommen, die mir gerade noch so einfiel, was sind das eigentlich für Motoren da drin? Ja. Ja. Ja, das waren wahrscheinlich die Reste aus der Flugzeugproduktion, ne? Oder die Nachfolger. Ja, nicht Reste, aber ja. Er hat ja ständig Motoren konstruiert. Ja, ja, noch bis zum Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg sogar noch. Ja. Und wie gesagt, und der vierte Wagen, der stand hier ewig in Stahnsdorf. Ja. Ja. Und der hat aber schon, möchte ich sagen, Jahrzehnte schon, ist der Motor kaputt. Und der ist jetzt, weil der Herr Ernst auch in die Jahre gekommen ist, möchte ich mal sagen. Ja. Und der hat ihn wohl jetzt, ich weiß nicht, ans Museum in Berlin gegeben. Ich weiß nicht, als Dauerleihgabe oder überhaupt, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich habe noch nicht den Kontakt mit Berlin gekriegt, um das konkret, weil ich hier dieses Register erstellen möchte für die vier Autos. Das wäre aber und das Berlin, war ständig hier. Berlin Technische Museum wäre das in Berlin. Technische, wo das Technische. Flugzeug da oben auf dem Dach steht. Da soll der Wagen stehen. Ja, soweit zu den vier Autos, die noch existieren. Also wie gesagt, zwei, die nur fahrbereit sind. Und wie gesagt, es gibt vier Autos und so wie ich das mitbekommen habe, fährst du auch noch Rennen oder überhaupt jetzt mit diesem Auto bei Veranstaltungen mit? Ne? Na, Rennen nicht. Oldtimer-Rennen also, nennt man das so? Nee, ne? Nee, Oldtimer-Veranstaltungen. 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 Und wie gesagt, wir sehen ja hier, das sind alleine Pokale. Wir sind jetzt dieses Jahr das vierte Mal, werden wir im Spätherbst wieder in Schwetzingen sein, beim internationalen Konkurs der Eleganz in Schwetzingen, im großen Schlosspark von Schwetzingen. Das sind ja auch wieder 500 x Kilometer von hier, ne? Ehrenpreis 2016, ja. Ja, Ehrenpreis 2016, ja. Ja, das geht von 16 immer weiter. Mhm. Ja. Unter anderem auch mit dem großen Pokal vorne. Ja. Das war in Kassel, da war ich 2007. Auch zum Bergpreis, da sind wir noch gefahren, also aber nur vorführungsmäßig, denn mit so einem Wagen fährt man kein Rennen mehr, denn dafür ist er viel zu schade und auch empfindlicher. Ja, wir haben ihn ja fahrend erlebt, durften ja Fotos machen, die hier immer eingeblendet werden, sind natürlich davon und du hast uns den ja auch schon vorgeführt, wie das Fahrzeug fährt. Ich habe da noch so eine Geschichte im Ohr. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du zu DDR-Zeiten das Auto mit Moped-Rädern gefahren hast. Stimmt das? Anfangs? Ja, nicht Moped-Räder. Die Felgen waren original, aber diese Reifen 710x90, ja, die gab es in der DDR nicht. Also es ist ja, ja, Oldtimer-Reifen, ja, sozusagen. Ja. Und ich musste ja den Wagen irgendwie auf die Füße kriegen. Ja. Und da habe ich die, da ich ja einige Teile mehr hatte, wie nur das eine Auto, ja, von dem Herrn Schätzchen, sind da einige Felgen da gewesen. Und da habe ich die umgeändert und habe dort zwei Motorradfelgen in diese Narben mit eingeschweißt, ja, und habe dann mit 3009er Reifen aus Motorrädern dann das bestückt. Denn Autoreifen konnte ich nicht mehr, zu groß. Ja. Das aber jetzt ist es wieder original. Ja, ich habe dann das Vergnügen mal gehabt, durch jemanden nach England zu fahren und habe Glück gehabt zur großen London-Breiten-Fahrt. Mhm. Dort gerade zu der Zeit hinzukommen und von den Leuten, wo ich eingeladen war, bin ich dann auf der Zwischenstation, wo die Herrschaften frühstückten. Da wurde extra ein Lokal in Zwischenort, da kamen die Fahrzeuge an, weil die ja auch nachgearbeitet werden mussten. Da fahren ja Dampfwagen und alles mit, die mussten wieder Wasser nachfüllen, die mussten wieder heizen und was nicht alles. Und die Herrenfahrer, die gingen dann frühstücken und die Helfer, die mussten dann arbeiten. So, und dadurch bin ich dorthin und dann habe ich da aus, dann über die Bekannten habe ich gesagt, hör ich mal zu, ich habe gehört in England und so und so und ich brauche Reifen in der und der Größe. Wie sie, kümmere ich mich drum. Und dann kriegte ich den ersten Reifen geschickt, ja, von England, weil der, das war ein Deutscher, der aber im Krieg in England geblieben ist. Und
Und dann bin ich jedenfalls dort, wie ich das war. Und dann hat er mir einen Reifen geschickt, habe ich gesagt, das ist der richtige Originalreifen. Der ist profilmäßig genauso, wie er auf dem Geradewagen drauf war. Mhm. Ja, denn, also, als wenn das ein neuer Reifen direkt zu der Zeit, wo er produziert worden ist. Ja. Und da habe ich mir dennoch die anderen drei noch nachbestellt. Der hatte selbst ein Konto in Deutschland, wo ich dann das in Deutschland bezahlt habe, mhm, zu DDR-Zeiten. Ja, und dann habe ich dann, wie gesagt, diese Glück Reifen gekriegt und habe dann die Originalität wieder zurückgeholt. Ja. Ja. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wenn was kaputt ist, ist halt ein bisschen schwierig mit Ersatzteilen. Also wenn nicht noch was vorhanden ist, muss man ja nachbauen regelrecht. Aus den vollen Pfeilen. Ja, aus den vollen Pfeilen. Gibt es eigentlich heute noch in Borkheide irgendjemanden, der noch so Teile in der Garage hat? Oder? Also so viel wie ich weiß nicht. Ja. Ja. Also ich habe immer offene Ohren, wenn ich irgendwie was höre und so weiter, dann stehe ich auf der Matte. Aber bis jetzt ist da noch nichts in der Form. Ich habe jetzt noch einmal in Chemnitz da unten, noch einmal, da ist eine Karosserie, habe ich Bilder von. Allerdings auch sehr miserablen Zustand, das sind nur noch Fragmente. Mhm. Ja, aber ich bin da auch mit dran und überall, wenn ich da bloß irgendwie so ein bisschen höre, bin ich da. Hans Grade hat aber nicht nur Flugzeuge und Autos gebaut, sondern ich habe gehört, auch Motorräder. Ich als Motorradfahrer interessiere mich natürlich auch dafür. Ja. Bist du auch im Besitz von Motorrädern? Leider nicht. Also ich kenne zu den Zeiten, wo in Borkheide immer die regelmäßigen Flugtage waren, waren Magdeburger, denn ursprünglich ist ja Hans Grade in Magdeburg erst gewesen, wo er mit seinen ersten Flugversuchen angefangen hat. Ja. Und dann ist ja dort ein Motorenwerk gewesen, da hat es auch ein bisschen Reibereien nachher mal gegeben. Und es war in Magdeburg einer, der hatte zwei Stück. In Borkheide muss noch eine stehen, aber wo die abgeblieben ist, weiß ich nicht. Denn die hat dem Herrn Nitze gehört, der ja hier in Salzbrunn da irgendwo in der Ecke ist, der ja verunglückt. Und ist wohl jetzt, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt, aber so ein Motorrad auch gehabt hat. Na, da wollen wir doch mal auch gleich einen Aufruf hier starten. Wer so ein Ding kennt, kann sich ja mal gern bei uns melden. Wir sind gern bereit, da mal ein paar Infos dazu zu sammeln. Also wenn ich ich wäre hoch interessiert, wenn ich das Motorrad greifen könnte, würde ich sofort zugreifen. Denn der Nitze ist ja selbst auch Oldtimer-Freund gewesen, der fuhr ja einen Adlersport. Ja. Ja, und hatte auch mehrere, der hatte dann auch hier von der Firma Rüth, der hatte so ein Tempo-Dreirad, so ein Lever-Dreirad, das hatte er auch noch an, wo diese ganzen Teile geblieben sind. Der Kontakt ist abgerissen, weil, wie er den Unfall hatte, seine Frau ist dabei auch tödlich verunglückt. Mhm. Und naja, ist dann immer schwierig dann. Ja, Und da wurde zwar mächtig gesperrt, die ganze Geschichte, von der Familie. Und deswegen ist man da nicht rangekommen. Mhm. Ja. Wir hatten ja das Glück, wir konnten das Auto schon mal live besichtigen. Und ich war auch sehr angetan von der ganzen Technik, auch die Ketten vorne in der Lenkung, die da verbaut wurden. Zwei Kettensysteme vorne, ne? Parallel drauf? Über die Lenksäule wird ein Zahnrad und da sind vier Ketten nebeneinander. Mhm. Weil ja eine könnte reißen, dann ist die Lenkung weg. Mhm. Und die ist dann über die, damit es auch ständig mitgenommen, richtig genommen wird. Denn ein Seil über eine Rolle, das rutscht. Ja? Und dann an der Kette sind aber dann nachher Seile, die über Umlenkrollen zur Vorderachse gehen. Und dort dann ziehen. Mhm. Und das sind auch wieder mehrere Seile in einem Bündel, damit, wenn eins reißt, immer noch die Lenkmöglichkeit gegeben ist. Und wenn man denkt, so hier Rennwagen, ich nehme mal hier zack, zack, Schaltung, Kupplung, Vollgas, Attacke, geht auch nicht, weil hinten sieht man, im Heck hinten ist der Antrieb und die Kupplungsscheibe, die dort per Hand bedient wird von vorne, die schiebt sich dann auf eine rotierende Scheibe? Falsch. Nicht falsch. Bin ich falsch. Musst du erklären. Der Motor hat vorne wie üblich keine Schwungscheibe. Hm. Ja, wie bei einem normalen Auto. Ja, ist ja die Schwungscheibe, die Kupplung dran und dann geht es weiter.
Bei dem Auto ist der Motor ohne Schwungscheibe, die ist erst hinterm Sitz. Die große Scheibe ist mit einer Welle mit dem Motor verbunden. Und unter dagegen, dem Fahrer durch übrigens. Na, so wie eine Kardanwelle in dem Auto auch geht. Also der geht mitten durch. Also ich muss immer über die, quasi über den Tunnel von der... Wir haben es ja hier im Bild mit, genau. Ja. Wir haben so Bild, und dort, an diese, wenn das die Schwungscheibe ist, und da steht hier das Reibrad, das ist ein Vulkanfieber beschichtetes Rad, und das wird an die Schwungscheibe rangedrückt. Und je nachdem wo, da kommen sozusagen die Gänge oder die Geschwindigkeit. Also wenn ich es weit außen habe, ist das die höchste Geschwindigkeit, und habe ich es in der Mitte, ist 0, und nach der anderen Seite rückwärts. Also abwürgen leicht gemacht, wenn man gleich nach außen geht, dann steht er halt. Ja. Fährt nicht los. Das ist, wenn ich einen vierten oder fünften oder sechsten Gang nehme, ist es das Gleiche. Also es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, und da muss man auch ein bisschen Gefühl in den Fingern haben. Das ist nicht, wie gesagt, rein und los. Und dieses Reibrad wird dann, wenn wir kuppeln, trennen wir ja auch Motor und Getriebe. Und hier ist eben das Reibrad, wird dann ein kurzes Stückchen weggerückt von der Schwungscheibe. Und dann dreht er frei. Und dann geht es nicht. Dann geht es nicht, weiter. Genau. Und wenn ich jetzt drüben noch von der Betätigung des Verschiebens des Reibrades nicht drüben noch in Verspannung wäre, könnte ich rückwärts genauso schnell wie vorwärts fahren. Also ist quasi fast so eine Halbautomatik. Ne? Ja, ich muss es ja andrücken, aber das ist ein richtiger Gang. Ansonsten geht damit. Und da ist auch gleich mit dieser Welle, wo das Reibrad eben verschoben wird, da ist außen dann, das geht dann außen am Fahrzeug, das Zahnrad, und dann ist die Kette auf die Hinterachse. Ja, und so erfolgt der Antrieb. Das Auto hat quasi für die Fußbremse, die wir gewöhnt sind, hat er ja nur hinten eine einzige Trommel. Ja. Ja, die ist aber auf beide Räder, weil die hinten, die Achse ist starr. Und die Handbremse, die ist an der Welle, wo ich die randrücke, ist an der Außenkante ein Bremsband. Ja. Und wenn ich das Reibrad dann noch weiter nach hinten rücke, ist die Handbremse. Denn wie haben wir mal gelernt, zwei voneinander unabhängige Bremsen müssen im Fahrzeug sein. Denn das sind ja auch Limousinen. Ich meine, in den Beschreibungen der Chronik und so weiter gibt es natürlich auch ein paar Mängel, oder was ich noch bemängeln möchte, da wird vom 1000-Grade-Wagen gesprochen. Ja. Weil ja da ein Bild existiert, ich glaube 1924, der 1000. Grade waren. Ja. Es hat nicht bloß 1000 gegeben, es hat ungefähr 1500 gegeben. Okay. Denn mir ist mal ein Bild zu Gesicht gekommen, wo eine Fahrgestellnummer von 1400 und. Okay. Also es sind ungefähr 1500 Fahrzeuge. Ja. Und wie gesagt, der Rennwagen ist ja immer nur bei, weil das ja nur für Werbezwecke und alles, aber auch... Von den Rennwagen gab es halt nicht so viele, aber von den normalen, also drei insgesamt, und von den normalen Straßenwagen also gab es ein paar mehr. Circa 1500. Hier in Burgheide zusammengebaut worden, produziert worden. Und zwar dort, wo jetzt die Feuerwehrwerkstatt ist. Genau. Dort war die Autowerkstatt, die Autoproduktion. Genau, das sind leider die Hallen, die denkmalgeschützt sind und auch dem Verfall nun leider preisgegeben sind zurzeit. Wo ja vorne die Villa ist, wo er zuletzt gewohnt hat. Jo, das war ja schon mal sehr interessant. Wir konnten ja das Thema leider nur immer anbrechen, Rudi, weil wir haben ja schon mal zusammen gesprochen, das kann hier stundenlang gehen. Ja. Wir haben nur begrenzte Sendezeit, deswegen müssen wir hier langsam die einzige Notbremse ziehen, die wir haben. Oder drei. Wir haben auch zwei, wir sind auch zwei im Kreisbremssystem. Die Kameras nachher abzuschalten. Eine Frage, der Wagen ist ja dieses Jahr zum Hans-Grade-Jahr in Burgheide zu besichtigen? Eventuell, ja. Eventuell auf dem Flugplatz. Zum Wenn es zeitmäßig und so weiter ist, und ich das einrichten kann. Also das ist noch nicht in Sack und Tüten, aber möglich ist es. Möglich ist es. Wir können ja vielleicht im Rahmen, dass wir uns wieder mal so hinstellen wie mit Marcel und machen vielleicht auch eine Veranstaltung und können auch so ein Fragen-Antwort-Spiel mal live vor Ort machen am Fahrzeug selber. Würde ich mir sehr angenehm vorstellen. Wäre eine interessante Sache, wenn wir mal nicht nur hier vor unserem Kamin sitzen, sondern wir könnten uns auch draußen
mit einem Sofa in Anführungsstrichen auf den Marktplatz setzen. Und für interessierte Leute, naja, Borkheide ist ja eng verbunden mit Hansgrade, da kommen wir nicht drum rum. Es ist nun mal so, welcher kleine Ort hat schon eine Flugzeugproduktion im Ort gehabt, eine Autoproduktion und. Wir sind ja nur mal eine kleine Gemeinde mit im Moment knapp über 2000 Einwohner, so viel waren es damals gar nicht. Und trotzdem gab es hier schon Industrie, wenn man so möchte. Und ich glaube, wenn der Krieg nicht dazwischen gekommen wäre, wäre Hansgrade noch ein bisschen weitergekommen mit seiner Produktion. Ja. Würde er, glaube ich, bei den Flugzeugen. Er hat ja an sich den Ort quasi mit aufgebaut. Denn er ist ja laut Chronik hat es in 1905 7 Anwohner in Borkheide gegeben. Da waren ja 3 oder 4 Häuser unmittelbar am Bahnhof. Mhm. Da gibt es ja auch Anekdoten, wie der Bahnhof entstanden ist und so weiter und so fort. Und auch ein, ich möchte mal sagen, durch ein, was man ja heute auch immer hoch schätzt, durch einen Juden, wo er ja überhaupt hier Grundstück erwarb, der das gemacht hat, dass er ein Grundstück hier bekommt, mit seiner Fliegerei, durch einen Juden hier das hochgetrieben worden ist. Ja. Man jetzt allerdings ein bisschen den Grade immer wieder schmälert und sagt, obwohl er entnazifiziert worden ist, und trotzdem hat man immer wieder alles unterdrückt. Und ich muss sagen, der Horst Müller, der ja das wieder hier noch zu DDR-Zeiten alles sehr hochgehoben hat, was man heute aber dem immer nicht alles so andichten möchte, dass er das hier war, der hier, und der ja auch viel für Borkheide getan hat. Gut. Ja, wir hätten sonst kein Sommerbad. Und so weiter und so fort. Also es steckt viel Geschichte hier im Ort und ich denke mal, auch für die Neuzugezogenen, das sind ja über die Jahre, wie wir auch, stecken hier viele interessante Geschichten im Ort, die es auch immer wieder lohnenswert macht, die sich mal anzuhören. Wir versuchen hier die Plattform so ein bisschen zu bieten und wir sagen erstmal... Das war erstmal das Letzte zu dem Thema und bevor wir Rudi abfahren lassen, bedanken wir uns ganz herzlich, dass er hier bei uns und für euch natürlich Rede und Antwort gestanden hat, dass du hier deine Pokale mitgebracht hast. Wir wissen, du hast noch ganz, ganz viel Information. Wir waren ja schon mal bei dir. Es gibt ganz viel Zeugs dazu. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufwärmen, denn die Geschichte muss ja doch festgehalten werden. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Und jedenfalls, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du hier warst. Bitte. Wie immer mit Matze. Und dem Lutze. Und dem Rudi heute. Und dem Rudi. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Tschüss. Danke.